Mein Name ist Gerold Reichenbach. Ich bin der Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Groß-Gerau. Mein politisches Engagement begann 1976 mit dem Eintritt in die SPD. Ich bin in die SPD eingetreten, weil die Partei mit ihren Grundwerten immer am nächsten bei den Menschen war. Nicht die Interessen, der da oben vertreten hat, sondern für Frieden, Freiheit und soziale Gerechtigkeit eingetreten ist. Und zwar für die ganz normalen Menschen, die jeden Tag arbeiten und ihr Brot verdienen müssen. Davor hatte ich mich schon bei der Jugendpflege des Kreises und ehrenamtlich beim Technischen Hilfswerk engagiert, bei dem ich heute noch tätig bin. 1980 wurde ich dann zum Vorsitzenden der Jungsozialisten im Kreis Groß-Gerau gewählt. Nach meinem Studium 1981 wurde ich dann Gymnasiallehrer. In dieser Zeit habe ich mich dann auch kommunalpolitisch eingebracht. Zuerst in der Gemeindevertretung meiner Heimatgemeinde Trebur, später im Kreistag unseres Kreises. Daneben war ich Mitglied des Vorstandes der SPD im Kreis Groß-Gerau, später sogar ihr Vorsitzender. 1995 haben mich dann die Wähler meines Wahlkreises direkt in den Hessischen Landtag gewählt und 2002 in den Deutschen Bundestag. Seitdem bestimmt die Politik mein Berufsleben. Ja, was mache ich denn eigentlich so den ganzen Tag in Berlin? Nun, hier wird meine Arbeit im Gegensatz zum Wahlkreis von den Fachthemen bestimmt. Bei mir ist das durch die Mitgliedschaft im Innenausschuss, das Thema innere Sicherheit, die Themen Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, aber auch Asyl- und Ausländerrecht bis hin zum Datenschutz. Und gerade beim Thema Datenschutz und innere Sicherheit kommt es oft zu Konflikten, denn es gilt, neben dem Bedürfnis der Bürger nach Sicherheit auch darauf zu achten, dass dabei die Bürger- und Menschenrechte nicht unter die Räder kommen. Da kommt es sehr oft zu Konflikten und oft müssen wir Themen zwei-, dreimal beraten, wo oft Lobby- und Wirtschaftsinteressen ganz erheblichen Druck ausüben. Und da gilt es, Rückgrat zu zeigen und zu widerstehen, denn das, was wir hier beschließen und an Gesetzen vorbereiten, das trifft die Bürger im ganzen Lande. Außerdem sitze ich für die SPD-Fraktion im Ausschuss Digitale Agenda, deren stellvertretender Vorsitzender ich auch bin. Dieser Ausschuss wurde in dieser Legislaturperiode neu geschaffen und beschäftigt sich mit allen Fragen der Digitalisierung unserer Gesellschaft. Mit diesem Ausschuss hat der Bundestag erstmals ein Gremium, das sich ständig mit Fragen der Zukunftsentwicklung des Internets und der Digitalisierung der Gesellschaft befasst. Der Ausschuss bildet die Schnittstelle zu anderen Themenbereichen wie Wirtschaft, Bildung, Verbraucherschutz oder innere Sicherheit. Oh, jetzt muss ich aber in die Fraktion. In der Fraktionssitzung verständigen wir uns über die Linie der Fraktion. Dabei spielen die Empfehlungen aus den jeweiligen Facharbeitsgruppen eine entscheidende Rolle. Am Ende wird dann gemeinsam diskutiert und festgelegt, wie die Fraktion sich im Plenum verhält, welche Gesetze sie einbringt, wie sie zustimmt. Und in Abstimmung ist es für mich ganz wichtig, zum einen die Interessen natürlich aller Bürger der Bundesrepublik Deutschland im Auge zu halten, aber auch natürlich der Wähler und Wählerin in meinem eigenen Wahlkreis. Die Arbeit in der Fraktion ist sehr arbeitsteilig. Sie orientiert sich an Facharbeitsgruppen. Diese Facharbeitsgruppen sind zunächst einmal identisch mit den Ausschüssen. Also bei mir Arbeitsgruppe Inneres und Arbeitsgruppe Digitale Agenda. Hier beschäftigen wir uns mit allen Fragen der Digitalisierung der Gesellschaft. Also Datenschutz, IT-Sicherheit oder Zugang zu den Netzen. Natürlich ist die Abgeordnetentätigkeit mit sehr viel Arbeit und auch oft sehr viel Stress verbunden. Aber gleichzeitig gibt es einem auch Befriedigung, mitgestalten zu können, Dinge voranzubringen. Nie alleine, dazu braucht man Mehrheiten. Und natürlich verliert man auch oft. Das ist frustrierend, aber im Gegenzug ist es dann auch immer eine hohe Befriedigung, wenn man feststellt, dass man im Interesse der Bürger, der Menschen im Landkreis bestimmte Themen durchsetzen konnte. Der Arbeitstag eines Abgeordneten in Berlin ist oft sehr lang. Abends finden sehr viele Veranstaltungen, parlamentarische Abende, Fachveranstaltungen statt, bei denen man dann als Fachpolitiker die Aufgabe hat, Gespräche zu führen, Positionen der Fraktionen gegenüber Verbänden und anderen gesellschaftlichen Gruppen deutlich zu machen oder auch deutlich zu machen, dass die SPD-Fraktion sich den Themen dieser Gruppen annimmt.
Das war ein Einblick in meine Aufgaben in Berlin. Aber genauso interessant und vielfältig sind die Aufgaben in meinem Wahlkreis. Kommen Sie mit, ich zeig's Ihnen. Im Kreiskreis Gerau, der von Ketzerbach im Nordosten bis nach Gernsheim im Südwesten reicht, leben rund 250.000 Menschen. Und während ich mich in Berlin stärker um die Innenpolitik und Themen des Datenschutzes kümmere, trifft man im Wahlkreis auf die gesamte Bandbreite der politischen Felder. Das geht von Infrastrukturprojekten über Fragen des Flug-, Schienenlärms, des Straßenverkehrs, über Bereiche wie Sport, Kultur, Bildung, soweit sie Bundesangelegenheiten betreffen, aber auch besonders in unserem Kreis die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen. Bei all diesen Themen ist der direkte Kontakt wichtig. Gespräche mit Betrieben und Betriebsräten, mit Bürgerinitiativen, mit Vereinen und Verbänden, um zu erfahren, was für die Menschen in meiner Region und in meinem Kreis besonders wichtig ist. Der Kreis Groß Gerau ist meine Heimat. Hier bin ich geboren und hier bin ich tief verwurzelt. Dadurch und durch mein ehrenamtliches Engagement, meine Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden, bin ich für viele Bürger erreichbar. Und wer auf diesem Wege nicht direkt mit mir in Kontakt treten kann, der kann jederzeit einen Termin zu einem Gespräch bei mir im Wahlkreisbüro vereinbaren. Bei diesen Terminen können auch sehr individuelle Probleme behandelt und bearbeitet werden. Erst kürzlich hatte ich Fälle, da ging es um Fragen der Pflege oder auch um die Erteilung eines Behindertenausweises. Oft kann man dann den Bürgern auch helfen. Das ist für mich besonders wichtig. Das ehrenamtliche Engagement im Katastrophenschutz und im THW liegen mir besonders am Herzen. Seit 37 Jahren bin ich auf regionaler und überregionaler Ebene beim Technischen Hilfswerk tätig. Als Kreisbeauftragter bei uns im Landkreis, als Landesvorsitzender der THW-Vereinigung, auf Bundesebene im Bundespräsidium der THW-Vereinigung oder in der Stiftung. Daneben bin ich aber auch Vorsitzender des Deutschen Komitees für Katastrophenvorsorge und inzwischen nicht mehr aktiv international im Katastrophenerkundungs- und Koordinierungsteam der Vereinten Nationen tätig gewesen. Dieses Engagement hat mich auch in viele Einsätze geführt, im In- und im Ausland. Bei Flutkatastrophen in Mosambik, aber auch bei uns an Elbe und Oder, bei Erdbeben in Costa Rica und in der Türkei, Einsätze während der Kriege und Krisen auf dem Balkan, in Albanien und in Mostar oder auch in der Nahrungsmittelhilfe in Russland. Aus diesen Einsätzen habe ich wertvolle Erfahrungen und Eindrücke mit nach Hause genommen. Neben dem Gefühl, dass man Menschen helfen kann, ist dies auch wichtig für meinen politischen Alltag. Eine der wichtigsten Erkenntnisse in Politik und Berufsleben ist, man darf den Humor nicht verlieren. Und manchmal ist die Politik da ja auch ein ganz guter Anreger. Und deswegen kann ich seit einigen Jahren es mir auch nicht verkneifen, immer wieder mal den Stift zu zwicken und karikiere politische Situationen oder Themen. Das hat inzwischen sogar zu einer Ausstellung im Schloss Dornberg gereicht. Jeder Mensch soll die Chance haben, sich frei und unabhängig zu entwickeln, sein Leben selbst zu gestalten und von seiner Hände Arbeit zu leben. Und dies alles ohne Ansehen seines Geschlechts, seiner Herkunft oder seiner Religion. Voraussetzung dafür ist eine solidarische, gerechte und freie Gesellschaft. Dafür setze ich mich ein.